Ein ganz einfach geschriebenes Buch, ganz einfachen Worten eine ganz wichtige Message zu transportieren. Das Scheitern und das Anfangen, nach vorne zu denken, weiterzudenken, dran zu bleiben, für seine Träume aufzustehen und loszugehen. Hallo, mein Name ist Sabine Kronberger und das ist mein Pucker One. Wer bist du und was machst du? Hallo, mein Name ist Sabine Kronberger. Ich bin Journalistin, Moderatorin, Buchautorin und Coach. Und ich stelle euch heute mein Pucker One vor. Über welches Buch sprechen wir heute? Mein Pucker One ist das Buch von Lars Ament, It's All Good. Und eigentlich wollte ich ein super intellektuelles Buch hierher mitbringen, um zu zeigen, wie unglaublich gescheit ich lesen kann und bin. Und dann habe ich mich entschieden, ein ganz einfach geschriebenes Buch, das aber tatsächlich Life-Changer ist, mitzubringen. Lars Ament ist ein Bestseller-Autor und er schafft es mit ganz einfachen Worten, eine ganz wichtige Message zu transportieren. Wie würdest du dieses Buch beschreiben, beziehungsweise worum geht es? Im Buch It's All Good geht es um das Scheitern und das Anfangen, um das Hinfallen und Wiederaufstehen, um Wendungen im Leben und Tiefschläge, die man vielleicht anfangs schwer verkraftet und die dann aber wie ein Raketenstart für einen persönlich ausgehen können. Lars Ament hat selber Lebenskrisen hinter sich. Er ist Lebenscoach und schafft es mit ganz einfachen Worten und ganz einfachen Geschichten und anschaulichen Geschichten immer wieder aufzuzeigen, warum es sich lohnt, für seine Ideale, für seine Ziele und für seine Träume aufzustehen und loszugehen. Wie bist du auf dieses Buch gestoßen? Auf das Buch It's All Good bin ich gekommen, weil ich schon davor ein Buch von Lars Ament gelesen habe, und zwar dieses bescheuerte Herz. Später verfilmt, für 2 Millionen Kinogeher zugänglich gemacht, in der Hauptrolle Elias Mbarek. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor war jener, dass man Lars Ament sein Leben lang gesagt hat, was er alles nicht kann. In seinem Job als Radiomoderator hat man ihm gesagt, er blickt zu wenig über den Tellerrand. Als er gesagt hat, er möchte gerne Schriftsteller werden, hat man ihm gesagt, dazu hast du nicht das Zeug. Tatsache ist, heute ist er Bestseller-Autor und jedes Buch, das er momentan in seine Finger bekommt oder das aus seinen Händen kommt, aus seiner Feder stammt, wird automatisch zum Bestseller. Egal ob mit Paulo Coelho oder mit vielen anderen Schriftstellerstars, sein Buch wird immer ganz vorne gerankt. Inwiefern hat dieses Buch dein Berufs- bzw. Privatleben beeinflusst und oder verändert? Das Buch It's All Good beeinflusst das Leben insofern, als dass es immer wieder Perspektiven aufzeigt, nach vorne zu denken, weiterzudenken, dran zu bleiben. Und es einen erinnert, wir müssen nicht schon am Montag den Freitag verfluchen, weil dort vielleicht etwas ansteht, das wir nicht ganz so gerne mögen oder das vielleicht eine Herausforderung darstellt, sondern einen Tag nach dem anderen voller Energie, voller Leidenschaft und voller Zuversicht zu gehen, um dann den nächsten Tag, den nächsten Schritt und die nächste Herausforderung anzunehmen. Und ganz wichtig, an den Träumen dranbleiben und immer wieder draufschauen, ob das, was man gerade in diesem Moment tut, der eigene Traum ist oder der Traum oder die Erwartung von jemand anderem. Und insofern hat es mich wahnsinnig begeistert und mitgerissen, weil es genau in einer Zeit in mein Leben gefallen ist, als Veränderung anstand. Und diese Veränderung wurde von mir gewagt und das Buch war definitiv Wind unter meinen Flügeln. Hat dieses Buch Sicht oder Denkweisen hervorgebracht, die du vorher nicht hattest? Das Buch hat definitiv Denkweisen wieder hervorgeholt in mir, die schon da waren und vielleicht mich auf neue Wege geführt, um vielleicht alte Denkmuster zu verlassen. Und das ist eigentlich der wichtigste Faktor oder der wichtigste Motor, den dieses Buch hat. Was machst du jetzt anders als zuvor? Das Buch bewegt sicher definitiv dazu, nicht mehr allzu viele Dinge hinzunehmen, mehr in die Gestaltungskraft zu kommen, mehr in die erwachsene Haltung zu kommen und zu sagen, ich gestalte selber, ich erschaffe selber und ich bin in voller Verantwortung für mein Leben. Ich warte nicht, bis etwas passiert, ich lasse es passieren. Hast du eine Lieblingsstelle in diesem Buch und möchtest sie vielleicht auch gleich vorlesen? Eine Lieblingsstelle aus dem Buch? 10 schmerzhafte Wahrheiten. Eigentlich so ein bisschen nonanet. Andererseits aber ganz wichtig, dass man sich regelmäßig daran erinnert. Erstens, ein menschliches Leben ist relativ kurz. Zweitens, du wirst immer nur das Leben führen können, das du selbst für dich erschaffst. Drittens, beschäftigt zu sein bedeutet nicht produktiv zu sein. Du wirst viele Arten von Rückschlägen hinnehmen müssen, bevor sich Erfolg einstellt. Darüber nachzudenken und es tatsächlich zu tun, sind zwei unterschiedliche Welten.
Du brauchst nicht auf eine Entschuldigung zu warten, um zu vergeben. Manche Menschen passen einfach nicht zu dir, so sehr du es dir auch wünschst. Es ist nicht die Aufgabe anderer Menschen, dich zu lieben. Es ist deine. Du bist nicht, was du besitzt. Und alles verändert sich. Jede Sekunde. Was würdest du den Autor gerne fragen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit ihm zu sprechen? Tatsache ist, Social Media macht es möglich. Ich hatte bereits Kontakt mit dem Autor. Wir haben schon hin und her geschrieben. Ich habe Impulse an ihn zurückgeschickt, wo ich fand, dass dieses Buch mich beeinflusst hat. Und er ist tatsächlich so responsive, dass er über Instagram auch zurückschreibt und reagiert und sich freut, wenn solche Reaktionen kommen. Ja, von manchen Lesern hat er es sogar in Bücher dann von ihm verwertet und meiner Meinung nach zeichnet ihn das auch als Autor ganz besonders aus. Gibt es ein Wort, mit dem du das Buch perfekt beschreiben könntest? Um das Buch perfekt zu beschreiben, brauche ich zwei Wörter und zwar tu es. Was genau ist deine Conclusio aus diesem Buch? Meine Conclusio aus dem Buch ist, du hast nur dieses eine Leben und dieses eine Leben musst du dir selber so gestalten, damit du am vorletzten Tag und am letzten Tag sagen kannst, ich war dabei, es war genau so, wie ich es wollte. Vielen lieben Dank, liebe Sabine, dass du mit dabei warst. Ja, danke an dieser Stelle fürs Zuhören und Zuschauen. Wer vielleicht von euch jetzt noch diesen einen kleinen Tritt in den Allerwertesten braucht, um in die Veränderung zu kommen, der ist mit diesem Buch It's All Good ganz genau richtig. Deshalb meine Empfehlung, ich lege es euch ans Herz, damit sich vielleicht auch schon bei euch bald eine neue Tür auftut. Und weitere Buchinspirationen, die gibt es hier, unbedingt anschauen.